Hallo, wir sind Gedi und Michi vom Social Startup Feierabendglück und wir möchten euch heute unser erstes Produkt vorstellen, das wahrscheinlich nachhaltigste Kochbuch der Welt in der Box. Uns geht darum, dass wir saisonale und vegetarisches Kochen so einfach wie möglich machen, und zwar mit regionalen Bioprodukten. Für die Saisonalität haben wir in unseren 52 Rezeptkarten eine saisonale Orientierungshilfe erstellt. Das heißt, man sieht auf jeder Rezeptkarte, wann man die Zutaten aus den Rezepten aus regionalem Freilandanbau bekommt. Gleichzeitig haben wir jedes Rezept verfilmt, sodass ihr 52 Kochvideos noch habt und den ein oder anderen Profi-Tipp von unserer Köchin bekommt. Uns war wichtig, dass nicht nur der Inhalt von den Rezepten her nachhaltig ist, sondern es gibt auch noch 20 Anregungen für einen grünen Alltag in der Box. Das heißt, wir haben 20 Partner, die wir darin vorstellen. Ganz einfache Dinge, die man im Alltag integrieren kann. Und die Produktion der Box ist ebenfalls nachhaltig. Die Karten an sich werden nach Cradle to Cradle hergestellt und sind damit biologisch abbaubar. Die Box besteht aus Weißblech und ist zu 100% recycelbar. Das Ganze stellen wir dann CO2-neutral, also bis zum Briefkasten vom Kunden selber ist es komplett CO2-neutral gestellt. Das Allerbeste an der Box ist, dass 1 Quadratmeter Boden gut gemacht wird pro Box. Das heißt, wir geben 1,50 Euro von jeder Box an die Biobodengenossenschaft, die davon 1 Quadratmeter Land in Deutschland kauft und Biobauern zu fairen Preisen zur Verfügung stellt. Und wir sind darauf gekommen, weil in 2015 war das Jahr des Bodens der UN und so gut wie niemand hat eigentlich das Ganze mitbekommen. Und deswegen dachten wir, wir müssen mit unserem Produkt dem Boden wieder eine Stimme geben und darauf aufmerksam machen, dass 24 Milliarden Tonnen pro Jahr tatsächlich verloren gehen. 95% unserer Lebensmittel stammen aus dem Boden. Das heißt, wir müssen irgendwie schaffen, diesen Boden zu bewahren, und die Biolandwirtschaft ist die einzige Anbauform, die wirklich den Boden erhält. Die zweite wichtige Funktion vom Boden ist, dass er der zweitgrößte Kohlenstoffspeicher nach den Weltmeeren ist. Und gerade wenn es um die Frage Klimaerwärmung geht, kann er diese Funktion nur weiter ausüben, wenn die Bodenschicht oben fruchtbar bleibt. Sonst gibt er den Kohlenstoff wieder in die Atmosphäre ab. Ja, wenn ihr mehr über uns und unsere Box und die Idee wissen möchtet, dann guckt doch mal vorbei auf www.feierabendglück.de. Würde uns sehr freuen.